Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal ein paar Grundinformationen dazu geben, wie ihr erfahren könnt, was für ein System ihr eben habt. Dazu gehen wir hier auf dem Dash Startseite und geben mal das System ein. Und bei System über Überwachung sehen wir schon unter dem Reiter System so diverse Informationen, was für eine Ubuntu-Version eben ihr gerade einsetzt, was für ein Kernel ihr habt und eben welches GNOME, welche genaue Version von GNOME, wir haben von der Hardware eben was für ein, wie viel Speicher ihr habt und was für ein Prozessor in eurer Hardware eben verbaut ist und euer verfügbarer Speicherplatz auf eurer Harddisk. Das wird alles so im Großen und Ganzen gezeigt. Hier können wir auch die Prozesse anschauen, Ressourcen, sieht man alles schön, wie viel eben wie euer System belastet oder ausgelastet ist. Und ja, das ist das Dateisystem. Und hier hat man schon eine Grundinformation zu dem, was man gerade eben als Betriebssystem unter Ubuntu Linux besitzt. Hier können wir auch mal ein paar Befehle unter dem Terminal. Ich mache mal hier ein Fenster auf. Dazu schließen wir das hier nochmal. So, und ich gebe jetzt den Befehl lsb-release-a. Und wie ihr sehen könnt, bekomme ich dann auch unter dem Terminal ungefähr die gleichen Informationen. Eben, was sind die Distributions-ID? Ich habe das ist nämlich Ubuntu. Und welche Version es ist, eben die Langzeitversion, eben dann noch der Codename. Und wenn ich dann noch diverse andere Dinge zu meinem System rausbekommen möchte, dann gebe ich uname-a und schon bekommen wir auch noch diverse andere Informationen über unsere Hardware und über den Linux-Kernel. Ja, und dann die Uhrzeit und ja. Wenn ihr also irgendwelche Fragen stellt in irgendwelchen Foren, sei es eben unter Ubuntu User und diverse andere Plattformen im Internet, davon gibt es ja ganz viele, wäre es wichtig, dass ihr immer diese Informationen dann natürlich mitgibt. Denn der User, der euch helfen soll, der weiß ja nicht, ob welche Ubuntu-Version ihr habt, da gibt es ja jetzt schon einige. Und kann dann genau gezielt eben auf eure Frage eingehen. Warum mache ich jetzt dazu ein Video? Weil ich das immer wieder sehe, dass eben in Linux Ubuntu Foren viele Probleme beschrieben werden. Aber das Wichtigste eben, was für ein Ubuntu ihr einsetzt, welchen Kernel, diese Informationen fehlen meistens. Vergisst nicht eben immer diese Infos weiterzugeben. Wenn ihr dann noch ein Tool braucht, ja, wo ihr ein bisschen eure Systeminformationen und Leistungen ja, grafisch beobachten möchtet, dann empfehle ich euch das GQL, heißt dieses Programmchen, ja, GQL System Monitor. Und dann könnt ihr hier das euch auch anschauen. Hier seht ihr grafisch eben die verschiedenen CPU-Kerne. Hier sind auch sehr, sehr viele Möglichkeiten einzustellen, wenn ihr das eben haben möchtet. Optionen, Eigenschaften, Informationen. Ja, ihr könnt auch Themen runterladen, Erweiterungen und Plugins. Dann habt ihr, wenn ihr möchtet, eben hier auf der Seite so viele Informationen über euer System, dass ihr jederzeit darauf zugreifen könnt und eben auch optisch eine gewisse Übersicht habt. Hier oben wird eben gezeigt, wer angemeldet ist, welcher User, was für ein Linux-Kernel ich gerade hier verwende, ja, WLAN und diverse andere Dinge. Ich hoffe, das Video war informativ. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.